So, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute bin ich in einer bestimmten Kommune mit ca. 30.000 Einwohnern, nämlich Geilenkirchen. Schauen wir, wie geil diese Stadt wirklich ist. Der A4, der Rhein-Ruhr-Express, steht hier noch am Bahnhof. Ich will, dass der jetzt noch abfährt, genau, fahr ab und dann liefere ich exklusiven Content, nämlich ich will einfach das andere Bahngleis auch noch zeigen oder aufnehmen, sehen, wie es ausschaut. Auf jeden Fall seht ihr, das ist der Bahnhof hier in Geilenkirchen. Etwas mehr als 20.000 Einwohner im Kreis Heinsberg im Niederrhein. Ah, da ist der Bahnsteig. Was für ein schöner. Der Bahnhof. Ich verlasse dieses Gelände. Und schau mir mal diese Kommune an. Zu Geilenkirchen muss man nicht viel sagen. Die Stadt ist einfach vom Namen her schon geil. Genug Späße. Geilenkirchen liegt im Kreis Heinsberg. Wir sind hier im Niederrhein, in der niederrheinischen Tiefebene auch geologisch gesehen. Das heißt, wir haben hier ein Terrain, das vor allem aus Sedimenten besteht. Und das ist die Fußgängerzone. Hier ist eine Skulptur und eine Bücherei in diesem weißen Gebäude, was ein bisschen aus der Masse heraussticht. Die Fußgängerzone ist schön, sie ist groß, sie ist breit, etwas modern, sogar etwas sehr modern. Es gibt hier jetzt nicht irgendwie so viel Fachwerk oder so, aber so erwarte ich es irgendwie auch vom Niederrhein. Das hier ist die Wurm. Die Wurm habe ich euch schon mal präsentiert in dem legendären Vlog in der Kommune Herzogenrath. Und diese Wurm, dieser Fluss, fließt auch hier durch diese geile Stadt namens Geilenkirchen. Ich schau mal, was da hinten auf der anderen Straßenseite ist. Nämlich da sehe ich einen Stein. Und dieser Stein sieht jetzt erstmal spannend aus. Erstmal rübergehen. Safety first. Ah, okay. Gedenken wir mal an die Synagoge. Die befand sich nämlich an diesem Standort. Die alte Synagoge von Geilenkirchen. Hier, wo heute diese spannende Kulisse herrscht. Es ist nicht so viel los, aber dennoch ist es gut gefüllt. Wir haben doch einiges an Verkehr. Die Erreichbarkeit ist gut. Wir haben den RB33 und den RE4, der hier verkehrt. Das heißt, wir haben einen Halbstundentakt hier in Geilenkirchen. Das ist eine sehr geile Sache. Und jetzt gucke ich, was da hinten ist. Nämlich da soll es Richtung Marktplatz gehen. Und da sollen die absoluten Banger dann an Sehenswürdigkeiten ins Auge fallen. Wunderbar. Und das ist doch mal was Schönes. Wir haben eine tolle klassizistische Kirche, Maria Himmelfahrt, und hier ein Gymnasium direkt auf dem Marktplatz, St. Ursula Gymnasium. Auf dem Gelände von diesem St. Ursula Gymnasium befindet sich die ehemalige Burg Geilenkirchen. Und da hinten soll das Rathaus sein, dieser Kommune. Also Maria Himmelfahrt sieht wild aus. Erstmal hier durch die Gebüsche gehen. Großer, großer Marktplatz, sehr groß. Da hinten schöne Häuser, viele Nachkriegsbauten. Und dieser Klassizismus ist göttlich. Das Rathaus. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Es erfüllt seinen Zweck. Es sticht nicht komplett aus der Masse heraus. Man sagt nicht direkt, boah, was für ein geisteskrankes, geiles Rathaus hier in Geilenkirchen. Aber es ist ein Rathaus, wo man stehen bleibt, kurz innehält, ein paar Fotos macht, ein paar Selfies, ein bisschen Videos. Und sich denkt, ah, das ist es. Das hier ist jetzt eine weitere Straße, die Hauptverkehrsstraße, die Einkaufsstraße, wo die Leute hier einfach aus der Region hingehen. Wenn man einkaufen will in Geilenkirchen, dann geht man hier auf diese Straße, ich weiß nicht, wie die heißt, aber man geht dann auf diese Straße, da hinten auch unter der Fußgängerzone, und es gibt alles, was man zum Leben braucht. Eine Kommune, die ihren Zweck erfüllt bis jetzt. Mehr kann ich auch nicht sagen zu dieser Kommune. Außer das. Das spricht dafür. Ich bin jetzt ein bisschen hier hochgegangen. Hier sind ein paar Terrassen. Und ja, guckt, wo ich hier langlaufe. Das sind jetzt hier so 3-4 Minuten vom Marktplatz entfernt. Hier ist es schon ziemlich ruhig. Schon, ja, fast
irrelevant. Aber dennoch nett. Hier haben wir ein schönes pinkes Gebäude. Busverkehr ist sehr, sehr elementar hier im ganzen Kreis Heinsberg. Hier fahren die Busse übrigens auch bis nach Sittard. Sittard in den Niederlanden. Also da, nur mal einzuordnen, wo ich mich hier befinde. Das ist wirklich ganz nah an der niederländischen Grenze. In der Nähe ist Übach-Palenberg, der Selv kann das nicht weit. Also wirklich der Westen, Westen, Westen von Deutschland ist hier. Hier habe ich noch was Spannendes entdeckt. Nämlich dieses Gebäude da mit einem abgebrannten Dachstuhl. Ich fand es einfach mal schön auch noch aufzunehmen. Ich gehe jetzt wieder zum Bahnhof. Das war eine kleine Runde durch die Kommune Geilenkirchen. Geilenkirchen ist schon eine geile Stadt. Man hat Spaß, durch die Innenstadt zu flanieren. Es gibt einen schönen großen Markt, eine wunderbare klassizistische Kirche, ein schönes Rathaus, auch einige Anhöhen. Man befindet sich im äußersten Westen von Deutschland. Der niederrheinische Charme wird ebenfalls aufgegriffen und die Wurm sorgt für einen hohen Lebensstandard, zumindest in meinen Augen. Der Bahnhof ist auch ebenfalls schön. Oh, Geilenkirchen ist eine geile Stadt. Ich werde wahrscheinlich wiederkommen und mal sehen, wo es jetzt weitergeht. Auf Wiedersehen!